Christian Eckelin ist ein Lügner. De Oliveira packt aus im Interview. Ich bin gespannt. Ich bin nämlich auch nicht nur auf der Evo Classic am Samstag, sondern abends auch in Frankfurt auf der Fight Night zu sehen. Zusammen mit Johnny Yusupov. Freunde, let's go. Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal No Time MMA, Freunde. Der Kampf Christian Eckerlin vs. De Oliveira steht an dieses Wochenende am 15. Oktober in der Festhalle in Frankfurt. Und ja. Könnt ihr euch da noch erinnern an die Szene, Freunde? Ja, da wurde von Tiefschlag gesprochen. Wir haben es aus verschiedenen Perspektiven analysiert auf vielen Kanälen. Und die Mehrzahl sagte, es war kein Tiefschlag, es war wirklich ein normaler Treffer in die Rippen. Meinungen gespalten, was am Ende wirklich passiert ist, weiß Christian wahrscheinlich nur selbst und der liebe Gott. Ja, ich will da auch kein böses Blut, ich feiere Christian extrem, auch als Kämpfer, auch als Typ, als Person finde ich cool. Die Aktion war ein bisschen blöd, aber man weiß natürlich in der Situation, wo so viel Adrenalin mit im Spiel ist, weiß man nicht, was genau passiert. Ja, vor so vielen Leuten und alles, das weiß man nicht. Ja, man kann natürlich auch da eine Falschaussage tätigen, denke ich, wenn Adrenalin im Spiel ist und vor allem so viele Zuschauer, alles. Das Thema hatten wir ja schon durch. Ich bin froh auf den Rückkampf. Und nein, der Adventskalender ist tatsächlich noch nicht da, Freunde. Ja, Octagon hat ein richtig geiles Video rausgebracht in Bezug auf, ja, die Vorbereitung von Eckerlin, De Oliveira und Stefan Pütz und seinem Gegner, da habe ich übrigens auch ein Video zu gemacht. Und da hat De Oliveira einiges über den Kampf gesprochen, was wir so vielleicht noch nicht von ihm gehört haben. Bin ich gespannt, was De Oliveira dazu berichten hat. Und mit was für einer krassen Motivation er an den Fight geht über Eckerlin und die ganze Situation. Und ja, wenn es euch gefällt, lasst ein Like und ein Abo da, lasst uns endlich die Rina, danke dir für gute Besserungswünsche hier. 20.000 Abos voll machen, Freunde. Und schaut bei ESN vorbei mit dem Code NOTIME noch bis zum 12.10. 20% auf alles sparen. Schickt mir eure Bestellung auf Insta zu. Und dann können 3 Personen bis heute Abend jeweils einmal Isoclear gewinnen. Gebt gern Gas und wir steigen direkt ein in dieses Video. De Oliveira hat gesagt, hey, dass er auf jeden Fall ein schweres Leben hat, dass er versucht, das Kämpfen zu seinem Beruf zu machen. Wir haben so ein bisschen Einblick in sein Leben bekommen. Er versucht, sein Kind zu ernähren mit mehreren Jobs, will aber letztendlich kämpfen, auch zum... Ja, morgen sind wir wieder live um 20.30 Uhr. Hauptberuf machen, und ich denke, mit so einer Aufmerksamkeit, die er jetzt auf sich gezogen bekommen hat, fällt es ihm auf jeden Fall leichter als vorher. Sein Coach war ebenfalls auch da, wurde interviewt und hat auch richtig doll ausgepackt. De Oliveira für seinen Teil sagte, dass die Punktrichter oder der Referee in diesem Sinne 1 Meter von der Situation von dem Knie neben ihm stand und er einfach nicht verstehen kann oder auch will, wie der Referee dann sowas entscheiden kann. Seiner Meinung nach haben der Referee... Geht zum Arzt, mein Lieber. Mit dem Herzen ist nie zu spaßen. Nicht spekulieren, sofort EKG machen, Herz abchecken lassen. Und der Punktrichter das alles vermasselt. Als der Kampf dann nicht mehr als Knockout für ihn gewertet wurde und der Kampf weiterging, war einfach nur noch total auf den Knockout fixiert, ohne irgendwie taktisch zu kämpfen. Für ihn war der Kampf schon vorbei, nachdem die Leute gesagt haben, es geht weiter, du hast Eckerlin nicht ausgenockt. Und er sagte, meiner Meinung nach hat Octagon uns den Fight angeboten, Eckerlin nicht. Eckerlin wäre weitergegangen, wäre dieses Rematch nicht stattgefunden. Und deshalb ist Eckerlin meiner Meinung nach ein Lügner. Es war ein cleaner Treffer in die Rippen. Also die sagen da wirklich straight, dass Eckerlin ein Lügner ist. Krass. Er ist kein Mann, kein Kämpfer, hätte sich sportlich verhalten sollen, hat er aber nicht getan. Insofern habe ich keinen Respekt für ihn und ja, will in diesen Fight einfach so reingehen und raufgehen, dass ich ihn so... Ich glaube, No Time MMA ist auch ein bisschen verschnupft. So hört er sich jedenfalls an, Freunde. So lange schlage, bis er dann einfach nicht mehr kann und er dann halt gebrochen... Ich mache mal hier ganz kurz eine Abstimmung in den Chat. Ja, und zwar war es ein Tiefschlag, Fragezeichen, Tiefschlaf habe ich eingegeben, Tiefschlag, ja, nein. So, Freunde, Abstimmung ist drin, ihr könnt natürlich wieder abstimmen, ob es ein Tiefschlag gewesen ist oder nicht. Weiter geht's.
TKO geht sozusagen, ne? Also da hat er sich körperlich auf seine Fitness und auf sein Striking fokussiert, obwohl der erste Kampf darin geendet ist, dass er getakedowned wurde von Ekelin und dann letztendlich auch per Ground and Pound dann sozusagen verloren hat, hat er sich nur auf sein Striking kontrolliert und fokussiert, dass dies sharper wird, sodass er wirklich Ekelin im Stand die Probleme bereiten will. Sein Trainer sagte auch, dass er mit dem Ergebnis nicht einverstanden ist und ja, war der Meinung, dass Danielson hätte den Kampf gewinnen müssen. Der Kampf wurde ja als nicht gewertet dann, glaube ich, gezählt. Erstmal hat einer gewonnen und dann als nicht gewertet, ne? So war es doch, oder Freunde? Ja, doch. Deshalb gibt es jetzt den Rückkampf. Ekelin sollte die Prinzipien der Kampfkünste ehren und korrekt und fair sein, war er an dieser Stelle aber nicht und das finden sie sehr schade. Er sieht auch, dass dies nicht ein Rückkampf für ihn ist, sondern er sieht es eigentlich eher als Rückkampf für Ekelin, weil er diesen Fight seiner Meinung nach klar und deutlich gewonnen hat. Und Wenn es kein Tiefschlag gewesen ist, dann hat er den Fight ja bereits gewonnen, definitiv. dieser Vorbereitung will er alles geben, versucht diesen Fight zu beenden. Ihrer Meinung nach war Ekelin nicht der stärkste Gegner, den sie schon vor den Fäusten hatten und will diesmal auch keine Zweifler lassen. Harte Worte, es wird heiß, 15.10. Festhalle in Frankfurt. Ich freue mich extrem darauf. Schreiben auch Es wird wirklich sehr, sehr wild, Mann, am Samstag. Meinung und die Prognose gerne in die Kommentare. Was denkt ihr über das Ganze, Freunde? Bis zum nächsten So, wir haben hier nochmal den Tiefschlag oder den Lebertreffer. Jetzt einmal ganz genau hinschauen, Freunde. Drauf schreiben eure Meinung und die Prognose gerne in die Kommentare. Was Bam, aber ist jetzt halt eine Scheißperspektive, ne? denkt ihr über das Ganze, Freunde? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, No Time MMA. Ja, was sagten die Abstimmung? Ja, 5, 9%, nein, 36%, 55% stimmen ab für Johannes Lukas. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde, und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo da bei dem Kanal, kommentiert wie immer fleißig und falls ihr mich supporten wollt, findet ihr wie immer die besten Supplements auf powerstage-germany.de. Mit meinem Rabattcode sichert ihr euch den besten Rabatt. Damit supportet ihr mich ordentlich und sichert euch feine Subs. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Adios.